Sie haben das Rockfestival Rock am Ring so aufgemischt, dass alle darüber sprachen mit ihren Cellos. Füllen Sie mittlerweile international die Arenen und spielen heute ganz intim nur für uns. Die Two Cellos sind bei uns. Unsere nächsten Gäste, meine Damen und Herren, sind nämlich ganz besondere Gäste. Sir Elton John, ich versuche deutlich zu sprechen, hat über Sie gesagt, ich zitiere, ich kann mich nicht erinnern, dass seit dem Live-Auftritt von Jimi Hendrix in den 60er Jahren etwas vergleichbar Aufregendes zu sehen war. Und wenn schon Sir Elton John sowas sagt, dann müssen wir die beiden natürlich in unserer Sendung haben. Sie dürfen nicht fehlen bei 3 nach 9 und vor allen Dingen müssen Sie live performen und das tun Sie jetzt. Wir hören jetzt die Two Cellos mit einem Medley aus The Godfather and Smooth Criminal. Bitte schön. Thank you very much. Luca, meine Damen und Herren, Stefan. Yeah. Today you performed in front of 120 guests. 3 weeks ago you performed in front of 150,000 guests at Rock am Ring and Rock im Park. How did that feel? Incredible experience. Today, I mean. Today, yeah. The other experience was a bit more nervous. Yeah. But no, we always give our best, no matter how many people we play for. So. Mm-hmm. Okay, let me translate. Ich habe gerade gefragt, heute haben Sie ja vor 120 Leuten gespielt, hier bei 3 nach 9. Und vor 3 Wochen haben Sie bei Rock am Ring gespielt. Wir haben die Bilder gerade gesehen. Da waren 150.000 Menschen im Publikum. Ich habe gefragt, wie sich das angefühlt hat. Und er hat gesagt, es war ganz, ganz besonders und toll. Damit meinte er aber den Auftritt bei uns. Bei Rock am Ring war es aber auch schön, sagte er. Da waren vielleicht ein bisschen nervöser, weil es so viele Menschen waren. Aber die Auftritte machen den beiden natürlich immer Spaß. You are both extremely, attractive young gents. So how is Thank you. It's even, you know, huh? So how about the groupie business in the modern classical world?
Well, it's... We don't complain. I mean, it's getting better. Okay, also ich habe ihn gerade gefragt, weil die sind ja beide, man sieht sie ja augenscheinlich, also sehr attraktive junge Männer, ob es denn auch in der modernen klassischen Welt sowas wie Groupies gibt. Und da sagten sie, ja, sie möchten sich nicht beschweren. Und dieses Groupie-Tum wird auch, also es wird bigger, es wird größer. Sie haben sich nicht zu beschweren. Das ist schon mal gut. You play your instrument in a very furious way with a lot of energy. So from where do you get that energy? It's like making love, you know. Oh. Sometimes you are gentle. You start gentle and you end rough. Okay. Let me translate. Ich habe gefragt, woher sie die Energie nehmen, weil sie ja sehr energiereich dieses Instrument spielt. Und sie sagten, es ist wie Liebe machen. Es ist rau, es ist energetisch. Ja, ich werde etwas rot. I'm getting red, thank you. Oh, I'm sorry. So, what would you say is the biggest talent of your other half? Was ist sein größtes Talent? Ich weiß nicht. Ach, wir hätten auch Deutsch sprechen können, das ist ja schön. Ein bisschen. Ach, ein bisschen? Ein bisschen. Kannst du noch mehr sagen, außer ein bisschen? Ich weiß nicht. Ah. What's his biggest talent? Ich weiß nicht. No, he's very talented and very humoristic person. Yeah. He's a good friend of mine. A good friend. I like him. Ah, you like him. Okay, das größte Talent ist, dass ihn mag. So what's his biggest talent? Does he have one? I'm trying to think now. Okay. No, he's amazing. Look at him. Yeah. Beautiful person. Yeah, that's right. And he looks plays like sculpture the cello. Of very, very nice. Michelangelo. Oh. That's right. And but I'm charming one. He's just look. He just looks good. Gerade erfahren, dass er zwar aussieht wie eine Statue von Michelangelo, aber dass er der charmantere von den beiden ist. Das lassen wir einfach mal so stehen, meine Damen und Herren. Ich glaube, Sie freuen sich mit uns, dass die beiden hier waren, weil sie im Moment also wirklich international die großen Arenen bespielen. Und wir haben eine CD von den beiden. Und zwar heißt die neue CD Score. Die gibt es auch zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Und hier unten ist eingeblendet, wo Sie da noch drankommen können. Ich sage herzlichen Dank an Luca und Stefan, the two cellos. Thank you very Thank much you. For being with us. Danke schön. Danke schön. Thank you. Thank you. Thank you.